Ich hätte gerne ein Tutorial, wie man eine Lederhose richtig anzieht. Oh, du willst diese spezielle Kunst erlernen? Gib auf, das schaffst du niemals. Aber solltest du es versuchen, dann geht es so. Erstens, breite die Lederhose vor dir aus, um die Sache erstmal anzusehen. Zweitens, durch den Anblick von diesem ledrigen, nicht veganen Kleidungsstück wirst du beschließen, dich erstmal dafür in Stimmung saufen zu müssen. Daher gibst du dir die erste, die zweite, bis hin zur sechsten halbe und wirst bemerken, dass du dich nun gar nicht mehr entscheiden kannst, welche der drei Hosen du anziehen möchtest. Also drittens, was machst du? Du trinkst noch eine halbe und fällst ins Koma. Und wenn du nun wieder aufwachst, trägst du die Lederhose wie aus Zauberhand. Bruder! Magie! Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und begrüße dich mal wieder zu einer weiteren Folge von Talk in Common. Sau geil, dass das Format bei euch so gut ankommt. Also mich freut's auf alle Fälle. Ich mach gerne ewig so weiter. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter! Doch heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn diese Folge Talk in Commons ist keine normale Folge, nein! Diese Folge wird eine richtig kranke Folge, da habt ihr mein Wort drauf. Richtig kranke Folge? Ja, dann möchte ich gerne als Zensurbalken für deine Nippel herhalten. Okay, also so krank wird's dann doch nicht. Aber ich gebe immer mein Bestes, eure kranken Fragen zu beantworten, also würde ich sagen, rumfackeln wir nicht lange und legen los. Wie findest du den Beef zwischen den Meinungsbloggern und Herrn Newstime? Herr Newstime hat mal Beef mit jemandem. Wie krass ist denn das? Ja, tatsächlich gibt es eine Handvoll Leute, die nicht ganz so begeistert von Herrn Newstime sind. Doch ist unser Newsy wirklich so schlimm? Fragen wir doch einfach mal selbst in einem kleinen persönlichen Interview. Los geht's. So, Herr Newstime, danke schön, dass ich hier sein darf. Meine erste Frage wäre, Sie behaupten ja selbst, dass Sie eine ausgewogene Berichterstattung geben wollen. Ich stelle aber fest, dass Sie eher Skandalthemen behandeln, wie zum Beispiel Tanzverbot oder Drachenlord. Kann es sein, dass Sie selber diese Themen interessant finden? Ich habe hier nicht klar genug getrennt zwischen Meinung und Bericht. Okay, also finden Sie selber, dass so Titel wie YouTuber vergiftet Obdachlosen sehr clickbaitig waren und wenn sich Drachenlord mit einer Gummipuppe fotografiert, das nicht unbedingt seriöse News sind? Nein, das war in Ordnung. Ach, wirklich? Okay, eine andere Sache. Oft berichten Sie ja über Themen, wo die ganzen Details noch nicht klar sind und es besser wäre, noch länger zu warten, bevor man gleich eine News raushaut. Was wäre da in Zukunft eine bessere Herangehensweise? Die richtige Antwort wäre es vielleicht, sich einmal inhaltlich mit der gesamten Situation auseinanderzusetzen. Ja eben, ich meine, das würde Ihrem Kanal wirklich gut tun, denn momentan sieht es ja bei Ihren Statistiken nicht ganz so rosig aus. Muss gestehen, dass mir das nicht gefällt. Ja, das kann ich verstehen. Was Ihnen aber gut tun würde, wäre, wenn wir beide ein Eis essen gehen würden und schauen dann einfach mal, was so zwischen uns sich entwickelt. Dieses Spiel kann ich so nicht mitspielen. Was? Wieso nicht? War ich zu aufdringlich? Excuse me? Mach mal weiter, oder? Haben Carina und du wirklich geheiratet oder war das im Stream nur ein Scherz? Als ich auf Instagram diese Bilder gepostet habe, auf denen ich ja wirklich verdammt gut aussehe, dachten manche tatsächlich, Carina und ich hätten geheiratet. Das ist natürlich nicht der Fall, weil nach einem Jahr wäre das schon ein bisschen überstürzt gewesen, oder? Naja, manche haben in dieser Zeit schon zwei Kinder gezeugt. Wenn man Jo Olli heißt vielleicht. Außerdem können Carina und ich ja gar nicht mehr heiraten, denn ich bin ja schon mit Tanzverbot verheiratet. Hast du Tanzverbot gesagt? Ich rieche eine News. News-Time! Machst du bei Soro 2 mit? Leute, ich mach's kurz. Ja, bin ich. Dauert aber noch ein paar Wochen, bis losgeht. Mal gucken, wie lange ich dieses Mal überlebe. Real Talk. Zuerst die Milch, dann die Cornflakes. Leute, nennt mich ruhig bescheuert, aber ich würde sagen, zuerst die Cornflakes, um das Ganze damit Milch aufzufüllen. Also man kann auch vegane Milch nehmen, bevor sich jetzt Spitzkopf Unge aufregt. Du nennst mich Spitzkopf. Du nennst mich Spitzkopf. Stimmt mal hier oben ab, klären wir diese Frage ein für alle Mal. Könntest du dich so editieren, dass es so aussieht, als wäre dein Kopf in einer Box und dein Körper hält diese Box? Alter, was ist hier los? Der Effekt ist, by the way, gar nicht so schwer, da muss man nicht gleich den Kopf verlieren. Doch kommen wir nun zur Insta-Time. Ich hau jetzt eine Frage auf Instagram raus und später im Video schauen wir dann, was für Antworten da so zurückkommen. Ich bin gespannt. Ey Leute, was geht ab? Zeus hier. Willkommen ins Insta-Time. Mal reinschreiben in die Kommentare, was soll ich heute mal editieren? Scheißegal was. Nicht zu aufwendiges bitte, aber einfach mal reinschreiben. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Und würde ich sagen, sieht man sich schon heute zum Video. Und dann bis dann. Ciao. Juhu. Geile Scheiße, ja. Chastnero-Bewertung von deinem Kanal. Ach ja, im neuesten Video wurde ich auf Platz 2 in der Tierliste gestuft. Ist schon eine ziemlich gute Bewertung, danke. Schade ist nur, dass ich bei der Original-Website gar nicht dabei bin. Aber Hauptsache Vic ist dabei mit allen drei Kanälen. Ich meine, warum ist das so? Wenn ihr mal Langeweile habt, könnt ihr auch selber die Tierliste mal machen. Was hältst du von sprechenden Meerschweinchen? Ja, ich weiß nicht, davon halte ich nicht viel. Ich finde, grundsätzlich darf es sowas auf YouTube gar nicht geben. Ich meine, wo kämen wir denn dahin? Das heißt andererseits? Ich habe jemanden deinen Kanal empfohlen, bekomme ich jetzt eine Umarmung? Ach, natürlich! Hohohoho, danke, super gut gemacht, hast du gut gemacht, dankeschön! Oh, scheiße! Du, ah! Na, wem schulde ich noch eine Umarmung? Hey, Zeo! Ich warte gefühlt schon seit einem Jahr auf neue Zeo-Memes. Wann bekomme ich die endlich? Oh Mann, Merle. Okay, Merle, einmal machen wir es noch, aber dann reicht's wirklich. Wir können diese Rubrik nicht ewig vorantreiben. Ich habe euch gebeten, daraus ein Meme zu basteln und ihr habt mir das hier geschickt.
Arschgeile Nummer. So, was kommt als nächstes? Du musst die Insta-Time noch auflösen. Ah ja, genau. Insta-Time. Die Frage war ja, was soll ich so zusammen editieren? Mal gucken, was ihr geschrieben habt. Ich bin echt gespannt. Adi schreibt, du als Politiker. Nee, ist nicht so meins. Borka schreibt, dich als Pikachu natürlich. Ist auch nicht viel besser. Erik Breuer schreibt, den goldenen YouTube-Play-Button. Den bekommt man ja bei 1 Million Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals schaffe, aber gucken wir mal. Ich würde mich freuen. Und Tabea schreibt, ein fallendes Blatt im Herbst. Na gut. Ich hoffe, du bist zufrieden. So Leute, ich bin die nächsten Tage im Europapark, gönn mir so ein bisschen Auszeit. Also nicht wundern, falls mal ein bisschen ruhiger hier auf YouTube und vor allem auf Twitch wird. Wenn ich aber zurück bin, geht's wieder richtig geil weiter und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit bis dahin. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bald. Juhu! Weiter so Leute, wir sind wirklich auf einem guten Weg, wir schaffen das. Ach ja, es gibt wie immer eine Überraschung nach der Endkarte, also dranbleiben Leute. Willkommen in Karl Felsen Folge von Talk and Comments, hier drüben klicken! Das war eine Folge mit ganz vielen geilen Effekten und total bescheuerten Witzen und so weiter, also eigentlich so wie immer. Lasst einen Daumen nach oben da, bei 30.000 Likes rasiere ich mich komplett. Checkt gerne meine Social Medias aus, ich wünsche euch noch ein super schönes Wochenende und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, ciao, juhu! Die Brille ist geil, oder? Gib's zu, die Brille ist geil.